Neben den neu gewählten Bundesvorstandsmitgliedern möchten wir auch die Gelegenheit natürlich nutzen, bei dem Bundesparteitag hier in Riesa mit den Landesvorsitzenden zu sprechen. Einer davon sitzt jetzt neben mir, Björn Höcke, der Landesvorsitzende aus Thüringen. Wie zufrieden sind Sie bis jetzt mit dem Parteitag oder was hat Ihnen besonders gut gefallen? Ich bin sehr zufrieden. Wir sind jetzt beim dritten Tag angekommen. Die Halle wird auch langsam heiß, deswegen ist es auch gut, wenn wir dann heute Abend nach Hause fahren können. Aber wir haben ein gutes Ergebnis erzielt. Wir haben hoffentlich jetzt einen Bundesvorstand gewählt, der aus Charakterköpfen besteht und der jetzt zusammenhält und der den Selbstbeschäftigungsmodus überwindet. Wir müssen wirklich die Energie, die wir haben, voll auf die Straße bringen. Wir müssen raus aus dem internen Machtkampf und wir müssen den politischen Gegner attackieren mit allen Mitteln, mit allen Möglichkeiten, wo es geht und wann immer es geht, um dieses Land vor dem Drohnen, und das ist nicht alarmistisch ausgedrückt, von dem Drohnenuntergang zu retten. Und da müssen wir jetzt ran und ich denke, das ist ein guter Schritt, den wir gemacht haben hier in Riesa. Sie sprachen das schon an, dass Sie den politischen Gegner da attackieren wollen. In welchem Themenbereich denn? Also es gibt ja viele Themen, die im Moment für die Wähler und Bürger interessant sind, sei es jetzt die Inflation, die explodierenden Preise. Wo würden Sie jetzt da den Fokus setzen, um da in diesen Hebel zu bekommen, damit die Wahlergebnisse wieder besser werden? Also alles das, was jetzt antritt, haben wir ja schon prophezeit. Ja, die Eurokrise, die zurück ist, die sozialen Verwerfungen auch durch die Energiewendepolitik etc. pp. Die einzige Stimme der Vernunft seit fast 10 Jahren ist ja die AfD. Das heißt, unsere Positionen waren schon vor 10 Jahren richtig und haben sich als richtig erwiesen. Wir müssen selbstbewusst diese Position in die Öffentlichkeit tragen, das ist ganz wichtig. Und wir müssen immer wieder sehen, in welchem Kampf wir stehen. Den Blick weiten und öffnen. Wir kämpfen hier gegen einen Ansatz, der die Welt transformieren will. Ja, Multikulturalismus, Gender Mainstream, Trans- und Posthumanismus. Das bedeutet, hier wird wirklich alles geschreddert, wofür wir leben, was uns lieb und teuer ist. Unsere kulturelle Identität, unsere Geschlechtsidentität, ja sogar unser Menschsein. Das ist der Hintergrund eines großen geopolitischen Kampfes, der stattfindet. Und auch das müssen wir immer wieder transportieren. Wir sind die einzige Alternative, die einzige parlamentarische Opposition in Deutschland. Und wie gesagt, wir gehen aus diesem Parteitag gestärkt heraus. Gestärkt herausgehen ist ein gutes Stichwort tatsächlich. Ich hatte jetzt gesehen, die letzten Umfragen bei Ihnen in Thüringen sahen ja sehr, sehr gut aus, wenn ich das richtig gesehen hatte. Platz 1 sogar im Moment vor den Linken. Was ist denn Ihr Erfolgsrezept, dass das in Thüringen so gut läuft und was könnte man davon vielleicht auf die Bundesebene überführen, dass dann auch wieder Wahlergebnisse von 15-18, wenn nicht sogar 20% möglich sind? Es sind verschiedene Komponenten, die eine Rolle spielen. Der Landesverband ist sehr homogen. Er ist nach außen als Einheit wahrzunehmen. Die Konflikte sind minimiert worden durch verschiedene Prozesse, die wir aktiviert haben. Ich versuche auch, kooperativ zu führen. Klar ist, dass die Institution der Partei in Thüringen eben nicht machtpolitisch missbraucht werden. Das ist ja das Problem des letzten Bundesvorstandes gewesen. Das ist eine neutrale Institution, das befriedigt einen Landesverband. Und ansonsten die Thüringer Leidenschaft, die wir haben. Und ja, vor allen Dingen auch das Jahr zum Vorfeld, zu den friedlichen Straßenprotesten, zu den Bürgerbewegungen, zu den freien Medien, zu den Bloggern. Partei allein funktioniert nicht. Mit Partei allein werden wir die Wende in Deutschland nicht schaffen. Wir müssen uns als Mosaik verstehen, als Gemeinschaft der Patrioten. Und dann kann man maximal aktivieren und zu solchen Umfrageergebnissen kommen. Ja. Dann hoffen wir, dass das auch im Bund bald wieder möglich ist. Danke Ihnen für das kurze Gespräch und wünsche Ihnen für die weitere Arbeit in Thüringen viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Dünzel. Gerne.